Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play City Skylines. So, wir haben jetzt schon länger nicht mehr gespielt. Ihr sicherlich mitbekommen habt, ist in der letzten Woche komplett sämtliche Folgen ausgefallen. Leider überhaupt null Zeit gehabt, überhaupt irgendwas aufzunehmen. Von daher geht's jetzt hiermit direkt weiter. Und ja, schauen wir mal. Ja, wir haben gerade, warum haben wir hier ein Stromproblem? Wahrscheinlich, weil hier... Genau. Zack. Das ist nämlich jetzt mega scheiße, was hier passiert. Das war richtig mega scheiße. So. Da kriegt er nämlich gar nicht rüber. Das ist ja richtig doof. Warum ist das jetzt ja alles so kaputt? Schließen wir das da mal an. Wollen wir das hier rüber? Nee, ne? Na, doch, da. Wollen wir das hier rüber? Ja. So, bis auf da ist dann halt alles mit Strom bedient. So, wir wollten ja hier so ein bisschen... Da, warum fliegt ein Flugzeug? Oh Gott, voll erschrocken, ey. So, wir haben auf jeden Fall genug Strom. Daran soll es jetzt überhaupt nicht liegen. Wir haben hier einen fetten internationalen Airport. Wo ja auch so die Flugzeuge rüber wegfliegen, ganz nice. Unsere kleine City hier ist auch voll gut. Aber hier geht unser gefühlt alles in den Bach runter. Das gefällt mir ja nicht. Warte, wie haben wir das aktuell? Haben wir gar nichts gemacht hier, ne? Nee. Dann sollten wir vielleicht auch mal die Straßen wegreißen. Zumindest die Querstraßen hier. Und hoffen, dass sich der ganze Kram so ein klein wenig erholt. Warte mal, ich muss mal gucken, was das für ein Gebäude ist. Das sind Parks, wa? Ja. Die können weg. Die brauchen wir nicht. Was ist das hier? Brauchen wir auch nicht. Weg, weg. Weg, weg. Alles weg. Okay, das gucken wir gleich mal, was das ist. Aber hier, das kann auch weg. Dann hoffen wir mal, dass sich dieser ganze Kram hier hinten ein bisschen erholt. So. Müssen wir jetzt mal gucken, was das für Gebäude sind hier. Warte mal. Was ist das? Müllverbrennungsanlage. Ja, die setzen wir einfach um und dann passt das. So, was haben wir hier? Arztpraxis. Wir haben noch ein bisschen Platz. Was haben wir hier? Polizeiwache. Was haben wir sonst so alles? Muss ich das verstehen? U-Bahn-Station. Ah. Okay. Wie ist sie denn angebunden? Kann ich jetzt ja auch nicht. So. Machen wir das so. Das dürften Bushaltestellen sein, wa? Gucken wir mal gerade. Dürften aber eigentlich... Bushaltestellen sein, ja. Aber wo ist denn jetzt das Problem hier? Na, wieso kann ich die jetzt ja eigentlich nicht wegziehen? Sag, ich kann sie doch löschen. Weg, weg, weg.
du auch weg. Und dann passt das auch wieder. Zack. Wo musst du denn überhaupt hin? So. Kick, jetzt passt das auch. Geht hier noch Strom. Da soll, daran soll es aber nicht mangeln. An Strom. So, das haben wir auch. Hier passt das auch alles einigermaßen. Was haben wir hier? Was ist das? Am Park. Ja, den schieben wir ja mal hier hinten rüber. So. Braucht auch kein Mensch den ganzen Shit hier. Weg und weg. Was ist hier mit? Ja, da brauchen wir. Auch mal hier stehen. Auch stehen, lassen wir auch stehen. Dann hoffen wir mal, dass sich das hier so ein ganz bisschen erholt. Machen wir das noch weg. So. Was haben wir jetzt hier dran? Achso, das war. Ja, das war das Ding. Ah, so, 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 so. Oh, hier ist was voll. Mehrere Probleme. Zack. Immer noch Probleme, ne? Nicht genügend Rohstoffe. Verstehe das ja nicht. Das ja, also kann ich nicht genügend Rohstoffe hier haben, ey. Eigentlich müsste das doch mittlerweile echt gut klappen hier. Ja, Kreuzung, Lava. Haben wir hier? Nicht genügend Verkaufswaren. Anscheinend gibt es immer noch irgendwo Stau. Aber ganz ehrlich, ich wüsste jetzt. Ach, guck mal, das wieder erholt sich aber auch relativ zügig, muss ich sagen, ne? Dann verpacken wir die Müllverbrennungsanlage damit hin. Das erholt sich richtig schnell. Bei Pinus ist so alles grün. Was ist hier? 190 Pop, was? Population? Keine Ahnung. Von 9, 5 von 5, 2 von 2. Ist doch alles super. Nicht genügend Rohstoffe. Wie kriege ich da denn genügend Rohstoffe hin? Weil das knallt ja ordentlich hier. Halt, wir müssen hier mal gerade das Stromding ein bisschen verlängern. Keine Ahnung, wie ich das da hinkriege, ne? Null Plan. Weil ich habe überall die Anbindung, aber wirklich überall. Wir haben eine Zuganbindung, wir haben Frachtgedöns. Ja, die meckern, weil es zu laut ist. Stell dich mal nicht so an. Aber hier kommen einfach die Güter nicht rein. Ich verstehe das nicht, wieso. Aha, wenn ich es besser wüsste, würde ich sagen, es träume. Ja, als Bewohner ist es vielleicht toll. Vor allen Dingen hier so. Aber industrietechnisch ist, glaube ich, gefühlt ziemlich kacke, weil es wird wirklich immer weniger hier. Was passiert denn, wenn wir jetzt einfach mal das Industriegebiet verlagern? Und welche ist das? Bus? Mann, Nahverkehrslinie. Ist doch alles verbunden hier. Ich weiß nicht, was der hat. Ist alles verbunden.
Geht doch hier einmal so um eine Runde. Ich weiß nicht, was der hat. Ach ja, womit fahren die Leute am meisten? Wahrscheinlich mit der U-Bahn, ne? Ja. Ja, aber ich jetzt hier das alles platt machen soll. Das komplette Industriegebiet und komplett verlagern nach hier hinten. Direkt Autobahnanbindung. Ob das sinnvoll ist? Oder hier hinten? Dann werden wir mal gucken. Wir kommen hier runter. Ich glaube, das wäre echt sinnvoll, wenn wir... Was gehört? Ach, das gehört uns alles noch. Okay. Hier hinten ebenfalls. Ah, das sind Berge. Berge sind immer scheiße. Wenn wir... Wir sollten vielleicht mal gucken, wo wir hier überhaupt industrietechnisch was unterwegs haben. Naturrohstoffe. Erz haben wir hier. Öl ist hier so ein bisschen, fruchtbares Land ist hier, uninteressant, hier ist noch ein bisschen Erz, natürlich fettes Ölvorkommen. Dann sollten wir hier wirklich Industrie machen. Ich glaube, wir verlagern die komplette Industrie hier hinten hin. Ich glaube, das ist eigentlich mit das Sinnvollste, was wir überhaupt machen können. Weil hier haben wir eine direkte Autobahnanbindung. Hier haben wir, glaube ich, genug Platz. Wir könnten hier noch einen Bahnhof zwischensetzen. Der Zug würde auch hier hinkommen überall. Das machen wir so. Ich glaube, das ist mit am Sinnvollsten. Was haben wir denn das denn hier überhaupt? Straßenmeisterei, achso. Was wir brauchen, ist erstmal eine Abfahrt. Das heißt, wir machen hier mal gerade ganz kurz Pause. Ich würde gerne ein bisschen so in der Mitte machen. Und zwar hier so hin. Dürfte wahrscheinlich reichen. Na, noch nicht ganz. Warte. Okay, reicht noch nicht. Reicht noch nicht ganz. Okay, dann reißen wir noch ein Stück da weg. Hier noch und da noch. Ist eigentlich die einzigste Auto. Ach du meine Güte, was ist das denn alles hier? Nee. Und dann irgendwie was Cooleres, was nicht ganz so fett ist. Ja. Mhm. Scheint mir eine kleine Abfahrt zu sein. Aber noch mehr? Das ist eine Riesenabfahrt. Ich glaube, wir nehmen die hier. Die haben wir immer. Ich glaube mal, dass die auch mit am sinnvollsten ist. So, setzen wir die hier hin. So. Autobahn. Was haben wir denn hier? Dreispurig, war? Ja. Das wäre der hier. Zack. Zack. Der daran und der daran. So. Das heißt, wir hätten hier... So, können hier einmal eine Runde fahren. Dann. Was haben wir hier? Bus-Taxi brauchen wir nicht. Vierspurige Straße mit Fahrradweg brauchen wir auch nicht. Wir bräuchten eigentlich nur etwas, wo die ohne Probleme wenden können.
Müsste passen, ne? Brauchen wir noch Strom und Wasser hier hinten. Das ist aber nicht das Problem, das können wir uns von hier holen. So. Und Water. Direktanbindung. Zack, zack. So, wir fangen jetzt mal klein an hier. Wo hatten wir denn jetzt die... Nein. Hier hinten hatten wir Erz. Erz, das fruchtbares Land. Und sonst haben wir hier nichts, ne? Also ich mach das mal gerade anders. Wir gucken mal, was passiert. So, wie weit muss ich noch? Das muss ich überlegen. Also der Berg. Der Berg ist Erzbaugebiet. Zack. So, wenn wir hier Erzbaugebiet haben. Dann würde ich sagen, machen wir hier auch ein bisschen Erzbaugebiet. Kann man das verbinden? Geht das? Ja. So, versuchen wir das erstmal hier mit ein bisschen Erzbaugebiet. Jetzt müssen wir hier erstmal sagen Industrie. Und dann war das, glaube ich, hierhin. Erz. Nee, warte mal, ich muss das erst malen, ne? Ich muss es ja erst malen. So. Naja, okay, da oben ist sinnvoller, das zu machen, als hier unten. Ich weiß, ich markiere das hier oben mal weiter. Damit wir ungefähr wissen, wo das Erzbaugebiet ist. So, dann mache ich aber hier. Halt. Passt das? Ja. Machen wir das nämlich so. Zack. Hier auch bitte. Industrie. So. So. Und dann machen wir jetzt eine Spezialisierung. Ja. Passt mit Erz hier auf jeden Fall. Zack. Erz. So. Dann nur noch ein bisschen Strom dahin. Also von hier aus rüberholen. Je nachdem, wo die zuerst anfangen zu bauen. Und ein Betten Worte. Komm her, zack. So. 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 Und hier nochmal einmal quer rüber. Läuft doch. Dann gucken wir mal, ob da was passiert. Ich glaube es momentan noch nicht, dass das funktionieren wird, was ich hier vorhabe, aber gut. Muss man jetzt vielleicht mal ein bisschen beobachten, wie sich hier vielleicht so ein bisschen ansammeln. Was ist das? Verschmutzung, das ist hier egal. Wie sieht es denn hier überhaupt erstmal aus mit Müll? Komm, ja, bauen wir hier noch eine... So, die könnten wir eigentlich auch hier hinbauen. Möchte ich jetzt nicht unbedingt gerade in meinen Verbandsanlage daneben. Eine Arztpraxis wäre vielleicht sinnvoll. Feuerwehr, aber sowas von. Und auf jeden Fall eine Polizei.
Schule ist egal. Busverbindung. Was haben wir hier? Taxi. Ja, Busverbindung sollten wir vielleicht früher oder später auch machen. So. Passt. Strom. Ach, guck mal, da bauen schon die erst. Ach nee, das sind ja meine Gebäude. Ich depp. So, dann haben wir hier auch Strom. Und dann würde ich sagen, das soll erstmal für diese Folge gewesen sein. Und wir schauen mal, was da so in der nächsten ein, zwei Folgen hier in dieser Ecke passiert. Ob sich das überhaupt lohnt. Ich glaube es noch nicht, aber wie gesagt, das wird sich halt zeigen. Danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.